vielleicht start vielleicht nochmal Steam neu oder so. Wird schon irgendwie gehen. Na, irgendwas muss es ja liegen. Hat das die Map schon sicher abonniert schon oder was? Oh Gott, bin ich erschreckt, hey. Alter, ich bin hier unten, kommt der scheiß Raptor Klaus. Das kann ich mir vorstellen. Nicht, dass sie doch nicht geladen ist, aber wenn es dann der Haken ist. Ah ja. Also Artefakte habe ich bis jetzt noch keins gefunden. Ist halt auch ein bisschen, ist ein verwirrend hier nicht. Bin nicht der beste Höhlenforscher, sag ich mal. Ganz wild. Aberration. Also rausfinden würde ich hier sowieso nie wieder. Hauptsache, ich habe hier meinen Teleporter zum Glück raus, aber... Ah, da ist wieder ein... Wo ein Tier ist, dann fühle ich mich wohl, weil da war ich glaube ich noch nicht, oder? Das ist schon respawned. Die respawnen sehr schnell in Höhe irgendwie. Ich glaube 10 Minuten. Wieder so eine Kreuzung. Es kann nicht sein, dass... Ey, das ist so heftig. Es gibt in jeder... bei jedem kleinen Raum gibt es nochmal 4 weitere Räume. Felix, hast du Steam mal komplett geschlossen, dann nochmal gestartet und dann über den Serverbrowser, so mache ich sogar. Was wird das? Habe ich vorher noch nie bei einem Spiel gemacht. Den Serverbrowser benutzt. Und dann dauert es immer recht lange. Ist das bei dir auch so? Ja, das ist normal. Also ich, wenn du einmal über den Serverbrowser gegangen bist, kannst du dann im Spiel das starten. Der hat sie dann hinzugefügt. Und nur das erste Mal ist noch. Der andere Mal startest du das Spiel ganz normal und gehst auf Join und dann kannst du da joinen. Und dann hast du es bei deinen Favoriten. Das ist nur das erste Mal. Und das mit dem langen Laden ist normal bei Ark, das war schon immer so. Aber muss halt nur einmal über das Ding gehen. So. Jetzt komme ich da nicht durch, hallo? Echt jetzt? Hey Benny, ja, wegen Icarus. Icarus hat mich wieder auf Survival zurückgebracht und das ist halt besser und hat mehr Content. Icarus ist auf seine Art geil, aber das war dann irgendwann gut nach 18 Tagen, 12 bis 14 Stunden täglich und genau 200 Stunden war es okay. Und dann habe ich am 24.12. um 8 in der Früh habe ich bis
26.12. um 3, 4 in der Früh am Server gearbeitet. Hab mir alle Mods durchgelesen, hab mir alles nochmal angeschaut, was für Mods wir früher gespielt haben, ob sie noch aktuell sind. Also ich habe 2-3 Tage am Server gearbeitet, wie so ein Verrückter, alles durchgelesen mir, nochmal, alles nochmal neu in Erinnerung gebracht und Mods getestet, installiert, probiert, Server aufgesetzt und ja, jetzt spiele ich seit gestern. So, wirklich. Trotzdem muss ich noch ein paar Sachen ändern. Wie immer halt. Jetzt spiele ich es halt ein bisschen und dann ist wieder gut. Finde ich ganz gut, so immer wieder zurückzukehren. Und mir gefällt das ja, ne? Das weißt du ja. Genau. Jetzt ein bisschen, ein paar Tage und passt. Ist echt geil. Ich bin gerade in der ersten Höhle und habe keine Ahnung, wo es hier lang geht. Ist Katastrophe, sage ich dir. Katastrophe. Und der Typ nervt auch ohne Ende. Ich meine, ich bin ja immer wieder zu arg zurückgekehrt, was auch gut ist, ist echt schön. Und es gibt, glaube ich, auch kein Survival-Spiel mit so viel verschiedenen Konten, so viel Sachen, wie es bietet. Also einfach ultra. Hab Server aufgesetzt, der läuft hier. Viel rumgemacht, viel, ja, kennst mich ja, komplett eingelesen, geplant, sehr, sehr, sehr viel notiert. Hier, also, das ist, ach so, das ist schon das Ende, warte, hier. Alles aufgeschrieben, dann Finale, alle Mods mir angeschaut, dann Final, dann hier nochmal die Mods durchgelesen, alles notiert mit Kommentar. Für mich Gags, du musst dies, Gags, du musst das, alles copy-pasted. Und ja, alles geplant. Und das, da gibt es noch mehr so Text, ist nur ein Teil. Ja. Wie immer halt, meine 20, 30, 40 Stunden rein investiert. Das aufgesetzt, damit es ja okay ist, dass es halt mir gefällt. Und wenn jemand mitmachen will, auch. Oh. Und fertig. Ja, da muss ich mich auch mal irgendwann rantrauen. Aber es war 2021 noch nicht so weit. Ich weiß nicht, was da passiert, wenn ich so groß, so klein bleibe. Nie probiert. LS heißt schon Landwirtschaftssimulator, oder? Jo, okay, es ist halt ein Riesenthema, ist super geil, aber ist noch nicht die Zeit gewesen, 21, habe ich noch andere Sachen. Das interessiert, aber will ich auf jeden Fall testen noch, irgendwann. Jetzt bin ich das erste Mal in der Höhle in der Map seit 2 Tagen und... Ey, das ist einfach ein fucking Labyrinth. Okay, es lädt. Ja, ich muss sagen, so ein bisschen Revue passieren das Jahr kann ich immer wieder lassen. Ich habe mich wirklich in viel herangetraut. Sogar an FIFA habe ich mich herangetraut. An COD herangetraut. Bisschen Battlefield habe ich Beta getestet. Ich habe mich an Sachen herangetraut, die ich noch nie gemacht habe oder schon seit 20 Jahren nicht mehr gemacht habe. Und das ist auch recht, ist nicht mal lange. Nee, ist noch kein Schaltjahr, oder? War Schaltjahr? Nächstes Jahr Schaltjahr, 22. So übertreibt man hier nicht, Benny. So geht das nicht, junger Padawan. Aber dass du hängen geblieben bist, das wusste ich ja schon. Komm her und sag mir das explizit. Das war mir schon klar, mein Freund. Mhm. So. Aber... Bitte vernachlässige dein RP-Charakter nicht, mein Freund, sonst ist vorbei. Das kann ich nicht tolerieren.
Ach, 24 erst. Scheiße. Na, warte, bis es reinlädt. Das dauert halt ein bisschen. Ich weiß echt nicht, was passiert, wenn ich so klein auf irgendwelche Dinos treffe. Aber jetzt bleibe ich mal so, dass ich eine Übersicht habe hier. Wie ist das mit First Person hier, du? Nicht, dass es dann alles kaputt geht. Du hast dir so viel aufgebaut. Wie zähmt man die denn? Ich habe Element dabei. Oder hatte Element dabei? Ich hatte kein Element. Kann man die betäuben? Mit Element füttern? Scheiße, Leute, ich hatte vorhin Element. Ich habe Element dabei gehabt vorher. Wären die böse? Nee, wenn ich jetzt nichts mache. Muss ich das Element auf der Null haben oder wie? Nee, bist nicht drauf. Ich werde mal aus der Warteschlange gekickt. Also, mit was für eine Begründung? Ach, bin ich endlich runtergekickt worden? Zeit wird's. Wie lange pennt denn noch heute? Also du hast die IP, ich habe dich gelistet, mehr kann ich nicht machen von meiner Seite aus, ich habe alles eingetragen wie bei jedem anderen auch. Alles copy-pasted, ja, alles gut. Alles gut. Beim Glowtail weiß ich auch nicht mehr, den betäuben oder nicht, oder irgendwas war mit dem Licht. Das ist aber nicht so schlimm, ich bin das erste Mal hier und schauen wir das mal an. Aber du kannst es vergessen, also das ist ja hier. Also. Auch füttern, okay, gut. Ich hab glaube ich gar keine Spitzhacke mehr. Ich bin abgehoben. Total abgedreht, du hast keine Spitzhacke mehr. Ja, nicht dabei. Ich habe die alle meinem Tier gegeben.
Oh, da ist noch so ein Ding. Was ist denn das? The fuck? Das ist das Artefakt. Ich glaube, das ist das Artefakt. Ich glaube, das ist das. Für finally. Lol. Hast du das gespielt? Nein, das ist eins von ganz vielen. Hoch. Alter. Kommt da gar nicht hin. Die Höhle habe ich ja geschafft mit dem Artefakt. Das ist eigentlich das theoretisch das Endziel von der Höhle. Wieso ist es nicht kaputt? Warum ist das nochmal da? Hey, was konnte nochmal Artefakt tragen? Weil ich kann nur ein Artefakt nehmen. Aber nur wenn man zu zweit ist, dachte ich. Doch, es kann ein Dino die tragen. Es kann ein Dino die tragen. Und dann kannst du jedes Mal zwei mitnehmen. Ah, der böse Gex hat es ausgemacht. Der böse Gex hat es ausgemacht. Na klar. Na klar. Das war ein fixes Tier, hatte man mir gesagt. Ich habe da keine extra Mods für das Tier gehabt. Ich hole mal kurz Element. Mal gucken. Ich kann trotzdem mal ein bisschen aussortieren hier. Ach du Scheiße, was der alles hat hier. Boah, so viel GT, leck mich doch fett. Krass. Ultra. Was da alles ist? Was ich da alles mitgenommen habe, hey. Das kann ich noch weg. Ganz wilde Geschichte. Tun wir da noch ein bisschen was rein hier. Vorhin bin ich so verreckt in der Höhle. Ich habe mir so ein Ei geholt und alles ist gestorben. Ei geholt, dann mein Penner ist gestorben, mein Penatron, ich bin gestorben, mein Viech am Rücken ist gestorben, einfach gegrillt worden von Blitz und von Feuerwerfern gleichzeitig. Ich habe keine Chance gehabt. Ganz wildes Ding. Einfach verreckt. War lustig, muss ich voll lachen. Musste ich voll lachen. War geil. Siehst du? Dann der Otter, ja. Ich wusste auf jeden Fall, war es eins. Wir hatten immer ein Tier dabei. Aber im Endeffekt habe ich die Bifern. Hat sie die Milch gegeben oder was?
Schön, dass sie die mich gegeben. Keine Ahnung, ich brauch zwar keine, aber ich wollte halt nett sein. Weißt du, ich mein? Wollte nett sein. Bin ja lieber. Bin ja lieber. Wo ist denn mein Teil hier da? So, dann ja, habe ich das Arc eh weggetan. Und ich wollte Element mitnehmen, oder was? Okay. Okay. Und dann? Gib mal zurück. Ich schätze mal, dass die ganzen Tiere jetzt wieder geladen sind. Egal, dann nochmal Chitin. Okay, bin ich jetzt da, wo ich war? Ja, da ist er. Auf jeden Fall kann ich jetzt nochmal ein Artefakt nehmen. Na? Alter, kannst du nicht vorstellen. Was ist denn das für ein Clipping hier da auf diesem Ding? Ich kann nicht neben dem landen. Ich muss... Oh, ich muss hier landen. Was sagst du? Du hast nicht alles rausgemacht. Verstehe ich nicht. Was denn? Use Element near Fox to tame. Was heißt denn near? Was heißt near? Hier, nimm. Keine Ahnung. Nimm Element. Ach du Scheiße, was schaut denn das aus? Hallo? Hier, hast du Element. Steckst dir irgendwo rein. Use Element? Wie soll ich das denn usen? Benutzt das Element? Da hast du ein Element. Nimm. Ja, da guckst du, wa? Was soll ich machen? Ja, tut mir leid, ich hab nichts. Jetzt wird er gleich böse. Haut mich, oder was? Use Element near Ferox to tame. How? Was heißt use? Wie soll ich ein Element usen? Weißt doch, da liegt das da am Boden. Tame Ferox. Zwanzig Elemente, aha. Und was? Mit wie was? Soll ich jetzt 20-minütige Videos anschauen für so einen Scheiß oder was? Wo haben wir denn? So spät. Ja, geht ja nicht. Geht ja nicht. Ich kann aber so nicht Videos schauen währenddessen hier. Schon aufpassen hier. Ich hab's auf 0 ginge nicht. Dann safe can see it. Well, there it is. Now get the element, put it on the zero of your hotbar. Go up to it and feed it. It will start hulking out and grow huge. And use a grappling hook to go to the ceiling again. So you're safe up here and it can't get you. It'll go around trying to kill everything on the ground. If you're high enough, it won't be able to jump up and attack you.
Ach, das wird dein Groß, wenn ich gefüttert habe. Ja, war. Weil ich mir ein Video angeschaut habe. Ja, geht halt nicht. Hallo? Ja, dann, also. Achso, hey Kate, was läuft? Verstehe nicht, was der macht hier. On the go. It's okay to ceiling. It will start hawking out to it and feed it. Achso, keine Ahnung. Ja, sorry, ich hab dir nicht mehr geantwortet, ich hab's vergessen. Na, nö, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen. Kann ich dir mal erzählen oder mal schreiben irgendwann. It will start hawking out and grow huge and use a grappling hook to go to the ceiling again. Aber Alter, ich kann das nicht machen. Go up to it and feed it. Schau mal. Go and feed it. Da steht use element near Ferox to tame, aber es geht halt nicht. It will start hawking out and grow huge and use a grappling hook to go to. Geht nicht. Entweder muss man das extra rein. Wie geht's dir denn, Kate? Alles fit? Hast du alles gut überstanden? Weihnachten, Gedöns und alles oder? Das ist doch frei gemacht, hast du gesagt, gell?